Hallo, ich bin Birgitta Kunzi, ich komme aus Kamerun. Ich heiße Jimeli Fofier, ich komme aus Kamerun, aber ich lebe in Berlin seit 3 Jahren. Gestern hat die Polizei bei uns geklingelt und weil sie jemand hat ihnen angerufen und sagt, dass Ausländer in diesem Raum sind. Gestern Abend, das war ungefähr um 10 Uhr oder 10.30 Uhr, weiß ich nicht mehr genau. Wir haben ein sehr ungewöhnliche Situation erlebt mit der Polizei. Weil am Anfang war die Polizei sehr gefährlich. Die Polizei war da und ich hatte schon Angst, weil es ist so viel mit so viel schlechte Sachen mit Afrikaner hier, mit Gewalt. Das habe ich so viel mitbekommen und ich hatte Angst, dass die Polizei kann schießen oder ich weiß nicht, ich habe mein Handy so gemacht und ich habe so gemacht und gleichzeitig mein Kumpel Peggy ist zur Tür gegangen und in diesem Moment, wir haben auch das Klingel gehört. Ja, ich habe die Tür aufgerufen, geöffnet und hat die Polizei am Anfang erstmal mein Handy aufgenommen und hat gefragt, was machst du hier? Okay, ich würde gerne eine Antwort geben, aber das war nicht möglich, weil ein Polizist hat meine Finger aufgenommen und angefangen, meine Finger zu umzudrehen, genau, und das tut genau weh. Und ich habe gesagt, okay, ich kann sehr langsam erzählen, was wir hier machen. Wo ist dein Passport oder Aufenthaltstitel? Ich habe gesagt, okay, alles ist da, ich kann nicht langsam gehen, wenn sie meine Finger umdrehen. Genau, und er hat nochmal gesagt, wo ist dein Passport oder Aufenthaltstitel? Ich habe nochmal gesagt, alles ist da. Er hat meine Hände in meine Rücken so genommen und hat das sehr stark umgedreht, genau, und hat nochmal immer dieselbe Frage gefragt. Ich habe gesagt, Entschuldigung, wir sind respektvoll Menschen. Er mag keine Gewalt, aber warum machen Sie das? Er sagt, hör auf. So, diese Gewalt war nicht nur physisch, aber das war auch eine verbale Gewalt. Nochmal hat er meine Aufenthalt oder Passport gefragt und ich habe nur gesagt, es ist da. Aber sie sollen erstmal ruhig. Wir können ruhig langsam sprechen, weil wir sind Menschen. Er hat dann die Handstelle. Er hat mir Handgestellt. Wieso? Handschellen. Genau. Hat mir Handschellen und ein Kollege hat mir auf den Wand. Genau, es war so, und das war dieselbe Frage. Und ein Kollege von ihm hatte meinen Aufenthaltstitel in meiner Jacke, in das Zimmer gefunden. Polizist den Ausweis von Peggy genommen und er hat weitergegeben an vielleicht einen Chef oder ich weiß nicht genau. Und sie haben weiter ihn so gehalten und ich wollte sprechen, hör auf. Ich habe gesagt, das ist du. Ich habe gesagt, ja, das ist mich. Ich habe gesagt, okay, wir sollen das prüfen. Ich war mit meinem Freund Richard, er hat auch sein Passport genommen und er ist raus gegangen. Und danach
Wenn ein Freund von uns die Wohnung für uns organisieren hat, gekommen ist, er hat sehr schnell diese Handstelle genau nochmal aufgemacht. So, hinter diesem Problem liegt ein klar Rassismusproblem. Und was wäre, wenn eine weiße, ein Europäer, ein Deutscher oder eine weiße Person ist zur Tür gekommen und geöffnet hätte? Würden Sie auch ihn so festnehmen und mit dieser Gewalt? Oder es geht um Hautfarbe? Das habe ich gefragt. Und gerade Sachsen ist auch sehr bekannt für solche polizeiliche Gewaltausübung. Ich erinnere an den Tod von oder den Mord an Uri Jalo in Dessau und viele andere. Deswegen ist dieser Fall ein Fall, den wir sehr ernst nehmen. Leider ist es so, dass Racial Profiling in Deutschland quasi, ist zwar nicht gesetzlich erlaubt, weil das Grundgesetz sagt, verbietet das, dass jemand aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert wird. Aber seit den Ereignissen von Silvester in Köln erleben wir schwarze Menschen immer wieder solche Szenen, dass wir rausgepickt werden oder besonders kontrolliert werden, weil wir nicht so aussehen wie normale Deutsche, wie sogenannte Bio-Deutsche. Und das schmerzt. Und wir wollen, dass wir zusammen friedlich miteinander leben. Aber diese Art von Rassismus oder überhaupt Rassismus im Allgemeinen muss unterbunden werden. Was ist gestern passiert, ist unglaublich für dieses Land. Deswegen fordere ich alle Beteiligten und darüber hinaus auf, Protestbriefe zu schreiben an Polizeipräsidium, dem Leipziger Polizei, Stadt Leipzig und Sächsische Landtag.